Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir sind wieder bei der Road to T55A zum DDR-Panzer. Und für alle, die das den ersten Teil gesehen haben, ja, Déjà-vu, es ist das gleiche wieder. Wir sitzen wieder im M41 Bulldog, wir sind wieder auf Murowanka, haben aber eine neue Mission. Wir wollen Light Tank Mission 2 angehen, die da lautet, klären Sie persönlich mindestens 6 Gegnerfahrzeuge auf und überleben Sie das Gefecht. Nebenbedingung, gewinnen Sie das Gefecht. Also grundsätzlich, Suicide Scouting verboten, man sollte nicht in den Gegner reinfahren, dann kriegt man seine 6 Spots, aber man kriegt halt sonst nichts. Ja, ansonsten, wie gesagt, immer noch der Bulldog, diesmal aber, glaube ich, ich überlege gerade, ja, wir haben uns jetzt die Einzelschussflinte zulegen können, also ihr seht, zeitlich ist durchaus ein bisschen Zeit vergangen, wir sind nicht gleich nochmal auf dem Murowanka und haben das gleich nochmal gemacht. Wir haben jetzt die Einzelschussflinte drauf und nicht mehr den Autoloader, was ich ja persönlich für einen Scout sehr schön finde. Das heißt, uns fehlt nur noch der Motor und dann ist der Walker Bulldog auch fertig. Aber darum soll es ja nicht gehen, unser Ziel soll ja sein, 6 Leute aufklären und vor allem dabei dann noch überlegen. Ja, wir machen das, was wir das letzte Mal schon gemacht haben. In Murowanka fahre ich mit einem Scout tatsächlich hier ins Dorf. Stell mich auch gerne in ein Gebüsch. Aber ihr seht, das Team arbeitet genau andersrum. Diesmal fährt unser Team komplett in den Wald auf die linke Seite und keine Sau kommt mit nach rechts, obwohl wir diesmal einen Encounter haben, wo rechts das Cap ist. Also das halte ich für nicht so schön. Und da haben wir unseren ersten Spot, einen VK3601H. Das ist übrigens immer noch der Heldenpanzer, der beste Panzer, den es im Spiel gibt. Das wissen bloß die meisten nicht. Aber na gut, ich werde es Ihnen auch nicht verraten, bleibt mehr für mich. So. Genau, jetzt parken wir uns einfach hier ein Stück ab und versuchen da mal ein paar Spots zu kriegen. Oh, Entschuldigung. Oh. Ja, und der Gegner hat die Gunst der Stunde genutzt und hat einfach mal ein paar Panzer, beziehungsweise einen Panzer, schon mal ins Cap gestellt, um uns ein bisschen unter Druck zu setzen. Der Vorteil ist, bei einem Encounter dauert das Aufklären länger. Ja, das war der zweite aufgeklärte Panzer übrigens. Artikel Bulldog ist auch schön. Das heißt, lese ich jetzt gerade zum ersten Mal, dass der Tiger 1 so sympathisch drauf ist. Oder er meint wahrscheinlich den Captain Bulldog. Da ist der VK3601H. Haben wir ihm noch eine gegeben. Schade um den schönen Heldenpanzer. Ja, im Wald läuft es wie das Brezelbacken. Es steht 3-0 für uns. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die hier nicht über Cap irgendwie zum Sieg kommen. Das wäre nicht so schön. Und da ist ein STA-1, der gerade auf unsere Kette geschossen hat. Die Sau. Das kann ja wohl nicht sein. Und wir haben wieder einen aufgeklärt. Also wir haben jetzt so ziemlich alles, was im Cap-Circle steht, einmal aufgeklärt und fahren dabei natürlich direkt mal gegen die Wand. Ja, mal schauen. Also es sieht auf jeden Fall gut aus. Wir werden jetzt einfach mal hier ein bisschen dafür sorgen, dass das alles so ein bisschen aufgeklärt bleibt. Und vielleicht kann man ja auch ein bisschen Schaden mit reinmachen. Mal gucken. Der andere Bulldog hat geschossen und ist an uns gebounced. Ist das nicht schön? Da hinten ist dieser STA-1, der uns geschossen hat. Und es steht 5-1. So. Wir müssen jetzt die Cap-Punkte reduzieren. Der STA-1 hat auch ein großes Interesse daran, uns irgendwie zu schaden und uns auf den Sack zu gehen. Naja gut, das kann man ja später nochmal bereden, wenn man ihn mal wieder trifft irgendwann. Ja. Nach wie vor hängt das gegnerische Team komplett im Cap-Zirkel rum und versucht, das über Cap zu gewinnen. Und das ist, wenn man einmal entdeckt ist, nicht so clever. Da fahren wir erstmal dran vorbei, machen mal ein kleines Drive-By. Und da haben wir uns einen T-150 geschossen, der Tiger ist auch kaputt. Und schon ist der Cap-Zirkel leer. Ja, da ist der andere Bulldog, mit dem will ich mich jetzt einfach auch nicht anlegen, weil ich keine Lust drauf. STA-1 durchaus eher, weil mit dem haben wir ja noch eine Rechnung offen. So. Und da steht's. 8-5. Ui, das war ein Amorek. Da hat's direkt mal schön reingeschlagen. Müssen wir mal schauen, wie wir das jetzt hinkriegen. Ja, die Frage ist, habe ich schon genug aufgeklärt? Das weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht, weil das kriegt man jetzt nicht angezeigt, wie viele Leute man aufgeklärt hat, weil 6 ist durchaus eine Ansage. Aber wir müssen ja gleichzeitig auch irgendwie überleben. Also es ist halt immer so ein kleiner Balanceakt, lebend ans Ziel zu kommen und gleichzeitig 6 Kills zu machen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten könnte man mehr ein bisschen Kamikaze machen. Jetzt können wir ein bisschen Rache nehmen am anderen Bulldog. Da ist noch ein Tiger, der steht auf unserem Haus. Ja, wir gucken mal. Und da ist noch ein Jagdtiger 8-8. Eieiei. Oh, sympathisches Gerät. Die Scouts gehen jetzt auf eine kleine Selbstmordmission. Was auch immer das bedeuten soll. Haben keine Lust mehr auf das Spiel oder so. Weiß ich nicht. Also das war von gegnerischer Seite echt schlecht gespielt. Es tut mir leid. Muss man ab und zu aber festhalten.
Warum ihr jetzt da reingefahren seid, ist mir ein völliges Rätsel. Das bringt ja nichts. Da kriegt man ja keine Punkte für. Gut, ja, dann können wir jetzt einmal noch ein bisschen marodierend über die Karte ziehen und hoffen, dass das alles so weit funktioniert, wie ich das denke. Der STA-1 ist immer noch unterwegs und immer noch arroganterweise dabei. Da ist ein Tiger. Oh, und der zeigt uns seinen Arsch. Und was machen wir? Wir schießen dran vorbei am Arsch. Ja, ihr seht, ich spiele sehr übervorsichtig, aber wenn man Missionen macht und die Mission lautet Überleben, dann sollte man halt vielleicht auch, wenn möglich, überleben. Boah. Manchmal sage ich auch die ganz klugen Sätze. Ja, einen Schuss haben wir noch reingekriegt in den Tiger. Und jetzt dachte ich mir so, jetzt könnte man ja den Jagdtiger nochmal in den Arsch fahren. Ja, aber ich glaube, bis ich da bin, ist er runter. Und da taucht mein Lieblingsfreund auf. Der hat uns am meisten geärgert hier in der ganzen Runde. Wir sind am meisten auf den Keks gegangen. Deswegen, bam, Rache, das ist immer das Schönste. Da ist noch ein Borsig. El Borsico ist auch kaputt. Und jetzt ist es nur noch eine Arti. Und die kann uns einfach auch nicht davonkommen. Die kann auch nicht weglaufen. Ich denke, die sollten wir kriegen. Und wenn wir die auch aufklären, haben wir noch einen Spot mehr. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wäre, wir kommen aus der falschen Richtung. Shotgun von der Arti und dann Mission gescheitert. Aber das passiert nicht. Eher passiert dieses da. Und da haben wir unseren dritten Kill. Und sind schon wieder marodierend über dem Rohbanker gezogen. Ich hatte sehr viel Spaß. Jetzt gucken wir mal in die Auswertung, ob es auch gereicht hat, um unsere Mission abzuschließen. Jo, und da ist die Auswertung. Wir haben mal wieder ein Überlegenheitsabzeichen erster Klasse. Also fürs Panzerass reicht es nach wie vor noch nicht. Und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Panzer aufgeklärt. Also die Arti am Schluss war der Matchwinner. Wir haben aber unheimlich viel Schaden ermöglicht, haben deswegen auch Wachposten als Auszeichnung bekommen. Und wir haben 8.865 EP für den ersten Tagessieg fünffach bekommen. Also das war auch in unserer Weihnachtswoche, wo dieses wunderschöne Gefecht stattgefunden hat. Insofern kann man jetzt nicht meckern. Das sollte vielleicht sogar reichen, um den Motor zu kriegen. Ja, wir haben 1.400 Schaden gemacht, 3 Gegner zerstört und haben 1.182 EP Basis-Experience bekommen. In der Endauswertung heißt das so viel, wie wir haben genau 6 Gegner aufgespottet. Wir haben natürlich überlebt, das heißt, und wir haben gewonnen. Das heißt, im Umkehrschluss, wir haben die Mission erfüllt und haben die Mission vor allem auch mit Auszeichnung abgeschlossen. Und wir haben noch 2.693 Schaden ermöglicht. Das ist sehr anständig. Also ich denke, mit dem Bulldog, den werde ich noch eine ganze Weile haben. Mit dem habe ich sehr viel Spaß. Das macht mir echt Spaß, mit dem Ding rumzueimern. Und seit ich mir auf Stufe 7 meinen Aufklärungspanzer weggenommen haben, brauche ich ja einen neuen Stufe 7er Scout, weil der Spähpanzer 1C, tut mir leid, das ist ein ziemlicher Griff ins Klo. Den finde ich persönlich ziemlich doof. Der ist mir nicht wendig genug. Er hat nichts, wo ich sage, wow, macht Spaß. Sondern er klingt wie ein Rasenmäher. Ja, gut. In diesem Sinne, ja, das war unsere Light Tank Mission Nummer 2 mit Auszeichnung abgeschlossen. Das heißt, es geht weiter auf der Road to T55A. Wenn immer ich eine Mission erfülle, werde ich das hier reintun. Oder ihr wollt das nicht mehr sehen, dann schreibt es in die Kommentare. Je nachdem, wenn ihr das sehen wollt, schreibt es auch in die Kommentare. Werden mal gucken, ob ich nicht vielleicht mal eine Arti-Mission poste oder sowas. Mal schauen. Irgendwann soll es ja mal komplett sein. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Schreibt mir was Nettes. Schaut bei eradrion.de mal vorbei. Was auch immer euch gut dünkt. Und bis bald mal wieder. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao, sagt der Era.